ich kann jedem das nur empfehlen. Mit dem IPE Kinder- und Jugendcoaching ist einfach eine tolle Erfahrung. Und der Ansatz überhaupt auch, den Kindern da was mitzugeben auf den Lebensweg, ne, um sich wirklich viele Dinge da auch selbst leichter zu machen. Ich glaube, da kann man echt viel tun. Also ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer es manchmal als Kind ist, da so gerade auch im Schulbereich da locker durch die Schule durchzugehen, war bei mir nicht immer wirklich einfach. Und ich glaube, wenn man da so bestimmte Methoden weiß oder auch gecoacht wird, kann man da wirklich viel, viel, viel leichter mit umgehen und viel mehr im Leben erreichen. Ich heiße Melanie Vogel, ich bin 39 Jahre alt und habe drei Kinder zu Hause, drei Mädchen im Alter von 12 und zwei von 10. Und bin auf das IPE Kinder- und Jugendcoaching gestoßen durch einen Vortrag bei uns zu Hause in der Gegend, wo es um Wingwave Coaching ging. Und habe dann gedacht, ja, sowas ist ganz toll, das würde ich auch gerne machen. Aber eben mehr in Bezug auf Kinder und Jugendliche, nicht so im Erwachsenenbereich. Also ich kenne es halt selber von mir aus, weil ich es selber mal gemacht habe und war total begeistert davon. Und dann habe ich durch Zufall, wie auch immer, im Internet dann eben diese Seite entdeckt und mich dann dafür ganz spontan entschlossen, das einfach zu machen. Was halt wirklich sehr interessant war, ist wirklich, wie man so tiefere Blockaden, ne, in relativ kurzer Zeit dann wirklich auch bearbeiten kann mit ganz einfachen Methoden. Und es ist echt ein, ja, sehr schnelles Glückserlebnis, weil man einfach nicht glaubt, dass es wirklich so schnell funktionieren kann. Ne? Dass man in so ein gutes Gefühl kommt innerhalb so kurzer Zeit. Und ja, man hat dann eigentlich wirklich ein positives Gefühl so mit auf dem Weg, den man dann so weitergehen kann. Ja, das ist eigentlich eine schöne Erfahrung. Im Grunde würde ich sagen, so, dass man sich total entspannt und locker und man freut sich eigentlich jeden Morgen hier auch herzukommen. Und ja, man ist eigentlich schon so gespannt, was heute noch kommt. Ne? Was kommt noch, was erlebt man noch, was lernt man Neues, wie sieht es aus, was kann man da noch mitnehmen zum Anwenden? Gibt es da noch mehrere Methoden, Möglichkeiten, wie man in irgendwelche Dinge lösen, in welche Richtung man gehen kann? Ja, so ist immer sehr spannend und ja, man freut sich riesig drauf, da noch irgendwie was dazu zu lernen. Ja. Also ich von mir aus kann jetzt sagen, so in den Seminaren an sich habe ich mich, egal jetzt wo, immer sehr wohl gefühlt. Allerdings ist jetzt hier wirklich beim Daniel so, dass er total authentisch und echt ist und auch wirklich so in alle möglichen Rollen reinschlüpfen kann. Auch gerade was Kinder anbelangt, und es ist immer sehr witzig und macht einen richtig glücklich, ihn dann auch so zu beobachten, wie er wirklich diese Rollen so authentisch wiedergeben kann. Das ist schon sehr interessant. Ja. Hat er ein sehr schauspielerisches Talent, diese Dinge dann auch wirklich da vorne so zu präsentieren. Und es kommt halt dann wirklich auch tiefer an. Ne? Also in mehreren Ebenen wird man dann doch schon angesprochen. Und ich glaube, da kann er jeden so auf seine Art und Weise irgendwo mitnehmen.